Dein Vater, der dir auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Dieser Satz kommt immer wieder in diesem Evangelium vor. Und ich glaube, das kann der erste Punkt sein, wenn wir uns überlegen, was könnten wir in der Fastenzeit tun, dass wir Gott als Adressaten für all unser Denken, Reden und Tun wählen. Dass wir uns bewusst machen, Vater im Himmel, das mache ich jetzt für dich. Und weil es dir gefällt und weil du es liebst, damit wir in der Gottesliebe wachsen. Wir leben in einer Zeit, in der es keine Sünde zu sein scheint, wenn man an Gott nicht denkt. Hauptsache, man ist ein guter Mensch, ein anständiger Mensch, und das heißt, dann ist man eher guter Christ. Und wir alle sind Kinder unserer Zeit. Wir laufen Gefahr, dass diese Grundhaltung auch uns durchdringt. Vielleicht ist es das Erste, dass wir bewusst Gott in die Mitte unseres Seins stellen, dass er der erste Adressat ist. Das Zweite, Jesus sagt, sie tun es, damit die Leute es sehen, damit sie merken, dass sie fasten, dass sie beten, dass sie spenden und so weiter. Das heißt, es schleicht sich immer wieder eine Nebenmotivation ein in die vielen guten Taten, die wir tun. Ich möchte das jetzt niemandem unterstellen, aber Gefahr laufen tun wir alle. Bei all dem, dass sich da etwas einschleicht. Warum man das tut. Und irgendwie auch etwas, das man für sich haben möchte. Es kriegt so ein gewisses Geschmack bei dem, was wir tun. Und das merkt man oft eher bei den anderen als bei sich selbst. Und deshalb kann man es auch ruhig auf sich schließen und sagen, ja, vielleicht ist das ja eh bei mir auch so. Ich weiß es ja nicht. Das soll man hier nachforschen. Oder man denkt sich, ja, eigentlich, ich weiß es, aber viele Dinge weiß man, aber man will sie nicht wissen. Mit dieser Frage kann man sich in den 40 Tagen der Fastenzeit auch auseinandersetzen, damit wir wirklich ein reines, demütiges Herz haben. Und das Vierte, das Dritte, das sind die Gewohnheiten. Aus Gewohnheit, es hat sich irgendwie so eingeschleichen, reagiert man auf gewisse Dinge, man ist beleidigt vielleicht, man reagiert ein bisschen schroff und so weiter. Man hat sich vielleicht auch daran gewöhnt, so zu reagieren, weil es einfach erfolgreich ist. Aber genau genommen ist es nicht in Ordnung. Vielleicht ist man das eine oder andere Mal ein bisschen übergriffig oder mischt sich zu viel ein. Und das ist einem gar nicht so bewusst, weil man es gar nicht mehr wahrnimmt. Das ist so ähnlich im Spital, im alten Spital, was so, wo die Putzfrauen immer aufwaschen haben.
so weit der Besen und Kurven gegangen ist, wo alles sauber. Wo er da in der Ecke drinnen, wo er immer schwer zugekommt, da hat der Boden eine andere Farbe gehabt. Ein bisschen. Und so kann das leicht auch bei uns sein. So gewisse blinde Flecken der Wahrnehmung, weil wir halt uns an manches gewohnt haben, Verhaltensweisen, Reaktionsweisen, die aber im Grunde genommen nicht in Ordnung und auch nicht notwendig sind. Es fällt einem oft leichter, diese Dinge bei anderen zu beobachten. Und vielleicht ist es so, wenn einem dann mehrere Leute einfallen, die so sind, dann kann man ja gleich sagen, ja, ich bin da vielleicht auch nicht ganz anders. Nur bin ich noch nicht so richtig drauf gekommen. Bitten wir den Herrn, dass er uns erleuchtet in der Erkenntnis unserer Fehler und dass er uns Kraft gibt, uns zu bessern. Amen. Vergelt's Gott.